Das Trackstore surft der Windron 10.1 3G bzw. 10.1 ohne 3G. Das ist ein neues Einsteiger-Tablet oder sehr günstiges Tablet von dem vor allem für seine Speicherprodukte bekannten Hersteller. Trackstore läuft natürlich mit Windows 8.1 in der Bing-Version und wir haben hier die übliche Ausstattung der neuen günstigeren Geräte. Es ist also ein Atom Z3735F verbaut, der mit 1,33 GHz Standardtakt arbeitet, mit seinen vier Kernen und bis 1,83 GHz hochschaltet. Außerdem sind an Bord 2 GB Arbeitsspeicher und in dem Fall eine 32 GB SSD. Wir nehmen das Ding mal hier kurz raus, dann könnt ihr euch das kurz ansehen. Also hier ist nicht alles formatiert, es ist also die kleine Version mit 32 GB. Es wird allerdings auch eine besser ausgestattete Version geben, die dann auf den Namen, einfach den Namenszusatz Pro bekommt. Und die wird mit 64 GB zu haben sein. Preislich geht es los bei nur 229 Euro in dem Fall. Das enthält das Cover da unten noch nicht. Die 64 GB Version können wir jetzt noch nicht da viel zu sagen, aber interessant sind vor allem die 3G Versionen. Es wird also eine Variante mit 3G geben, die 32 GB und so weiter enthält, inklusive Cover kommt und mit diesem Modem, was den mobilen Internetzugang ermöglicht, nur 319 Euro kosten soll. Ist also ein sehr, sehr günstiges Angebot in dem Fall für das komplette Paket. Also man kommt so eine Art Mini-Surface, bloß eben mit 3G und diesem Cover da für extrem günstiges Geld. Wir haben also ein 10 Zoll Display, das ist ein IPS-Panel, die Blickwinkel gehen völlig in Ordnung. Die Helligkeit sieht soweit auch ganz gut aus. Ich gucke noch mal kurz nach, ob man das vielleicht noch heller drehen kann. Nein, wir sind jetzt schon beim Maximum. Aber es ist für diese helle, ausgeleuchtete Gegend auf jeden Fall sehr gut ablesbar. Außerdem, das Ganze wiegt, glaube ich, soweit ich informiert bin, um die 600 Gramm, 690 wahrscheinlich eher. Und ist insofern interessant, dass wir hier 10 Zoll, 1280x800 Display-Auflösung haben. Es soll auch noch eine Top-Version geben. Das ist dieses besagte Pro-Modell, was dann mit 3G und Full-HD-Auflösung, 64 GB Speicher und dem Cover und so weiter 369 Euro kosten soll. Auch da wieder ein super Angebot, denn Full-HD-Auflösung zu dem Preis kriegt man wohl bisher nur sehr selten. Wir gucken uns das Gerät mal kurz ein bisschen näher an. Wir haben hier auf der Front eine 2-Megapixel-Kamera, soweit ich informiert bin. Auf der Rückseite gibt es auch nochmal eine Kamera, das ist eine 5-Megapixel-Kamera. Kapazitive Windows-Taste, man kann also ganz bequem zum Startscreen wechseln. Funktioniert so wie bei jedem anderen Windows-Gerät im Augenblick. Relativ dünn das Ganze und wenn ihr euch die Optik ansieht, da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer dazu, dann haben wir hier oben einmal den Kopfhöreranschluss, einen Full-Size-USB-Anschluss, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Es ist allerdings ein USB 2.0-Anschluss, also noch kein High-Speed-Port. Daneben gibt es einen Micro-HDMI-Ausgang und das hier sieht aus wie der Stromanschluss. Es gibt also ein separates Netzteil und es wird nicht über den Micro-USB-Port geladen. Vielleicht ist es aber dennoch möglich. Am unteren Rand haben wir dann hier die Docking-Ports für das Tablet-Dock da unten und dann gibt es auf der rechten Seite weiter mit einem Micro-USB 2.0-Anschluss, außerdem hier die Lautstärkewippe und der Ein- und Ausschalter. Am oberen Rand haben wir dann soweit nichts mehr. Und wenn wir uns jetzt die Rückseite angucken, dann fühlt man sich doch ganz stark an einen gewissen Smartphone-Hersteller erinnert, der mit seinem aktuellen Flaggschiff ebenfalls eine ähnliche Optik verwendet. Hier sieht es sogar ziemlich ordentlich aus und wirkt auf einem Tablet in der großen Fläche gar nicht so schlecht. Man hat hier sich sehr stark an, sagen wir es einfach, Samsung orientiert und da sieht man dann hier auch, dass die Lautsprecher, die in doppelter Ausführung vorhanden sind, auch schon sehr stark an Samsung erinnern. Wie gesagt, eine 5-Megapixel-Kamera und mehr ist hier auf der Rückseite erstmal nicht zu sehen. Am oberen Rand gibt es dann hier auch noch diese Klappe, hinter der verbergen sich je nach Ausstattung entweder nur ein SD-Karten-Slot und der SIM-Karten-Slot für das besagte 3G-Modem. Wir setzen das Ganze mal kurz in das Keyboard-Dock ein und da seht ihr schon, funktioniert im Prinzip so wie bei vielen anderen günstigen Windows 8.1-Tablet. Man hat also ein in diesem Fall direkt verbundenes Keyboard da dran. Die Tastatur, ja, biegt sich ein bisschen, die ist relativ dünn, ist aber eben noch nicht final, dürfte dann bei den fertigen Geräten noch ein bisschen besser laufen. Außerdem ist es ja, wie gesagt, auch ein Sample. Das Ganze lässt sich bequem zusammenfalten. Es gibt hier leider keine unterschiedlichen Aufschläge. Das Trackstore surft der Windron 10.1 3G bzw. 10.1 ohne 3G. Das ist ein neues Einsteiger-Tablet oder sehr günstiges Tablet von dem vor allem für seine Speicherprodukte bekannten Hersteller. Trackstore läuft natürlich mit Windows 8.1 in der Bing-Version und wir haben hier die übliche Ausstattung der neuen günstigeren Geräte. Es ist also ein Atom Z3735F verbaut, der mit 1,33 GHz Standardtakt arbeitet, mit seinen vier Kernen und bis 1,83 GHz hochschaltet. Außerdem sind an Bord 2 GB Arbeitsspeicher und in dem Fall eine 32 GB
SSD. Wir nehmen das Ding mal hier kurz raus, dann könnt ihr euch das kurz ansehen. Also hier ist nicht alles formatiert, es ist also die kleine Version mit 32 GB. Es wird allerdings auch eine besser ausgestattete Version geben, die dann auf den Namen, einfach den Namenszusatz Pro bekommt. Und die wird mit 64 GB zu haben sein. Preislich geht es los bei nur 229 Euro in dem Fall. Das enthält das Cover da unten noch nicht. Die 64 GB Version können wir jetzt noch nicht da viel zu sagen, aber interessant sind vor allem die 3G Versionen. Es wird also eine Variante mit 3G geben.